Das Format der DBZ, die Werkgespräche, sind für mich sehr interessant, weil wir hier immer integriert alle Fachplaner, Objektplaner und zugehörige Fachplaner zusammen haben am runden Tisch in einer Vortragsveranstaltung an einem Objekt und man sieht die gegenseitige Beeinflussung, die Einflussnahmemöglichkeiten, wie die Fachplaner im wahrsten Sinne des Wortes konstruktiv den Objektplaner, die Objektplanerin unterstützen können. Und das wird an einem Objekt immer exemplarisch vorgestellt. Es ist unser Vorzeigeprojekt und unser ganzer Stolz, das muss man ganz klar sagen. Und natürlich ist es auch so, dass der Gang an die Hochschulen unheimlich interessant ist für uns, weil wir natürlich auch immer auf der Suche sind nach neuen Mitarbeitern, nach ambitionierten Mitarbeitern. Und das ist eine schöne Geschichte, so dann irgendwie da in den Dialog zu kommen. Also wir haben sehr gerne an diesem Werksgespräch der DBZ teilgenommen, weil wir in diesem Objekt eine sehr interessante Komponente liefern konnten, mit dem Architekten zusammen entwickeln konnten. Ja, also für uns ist es immer sehr, sehr wichtig, sehr frühzeitig mit den Architekten und Planern zu sprechen und dafür natürlich auch dieses Werkgespräch, das ist das optimale Medium dafür, direkt mit denen in Kontakt zu treten. Einmal auf der Seite des Vortragenden, natürlich direkt zu dem Projekt, dann aber auch nachher in den Gesprächen im Nachhinein dort auszutauschen. Also wir waren natürlich beim Dreischeibenhaus dabei, Werkgespräch. Es lag für uns auf der Hand, das dann zu begleiten, weil wir dann die Möglichkeit hatten, einfach nochmal zu dokumentieren, dass unser Dämmstoff wirklich langlebig ist und das hier im Fachpublikum auch mit den Planern zusammen vorzustellen, das ist natürlich wunderbar.